So, dann wollen wir jetzt auch mal Dame spielen. Und wir machen den zweiten Zug. Ja, Wette abschließen. Wir haben ja nur zwei. Also können wir auch nur zwei setzen. So, wir nehmen natürlich die taktische Ansicht. So, Dame kann ich ein bisschen. Also ich bin jetzt kein Profi. Das ist auf jeden Fall ein ganz kleines Damebrett. Das sah so aus wie Schach. Von oben. Ja, ja, ist ja das Schachbrett. Nur halt, nur halt ein bisschen anders, ne? So. Gut. Bis jetzt ziemlich einseitig. Das ist aber am Anfang bei Dame immer so. Bis dann der erste Fehler gemacht wird. Mal gespannt, ob der mir passiert. Ich hoffe ja nicht. Ja, ich auch nicht. Bis jetzt kann man ja nicht viel falsch machen. Aber gleich, wenn es dann ans Ziehen geht. Ja. Also, wer Dame nicht kennt, es ist ein ganz einfaches Spiel. Man kann immer nur quer ziehen. Und, muss... Boah, jetzt... Doch, scheiße, jetzt hat er mich. Das ist gemein. Den dahin ziehe. Moment, ich muss mir gerade überlegen. Jetzt erkläre ich erstmal gerade. Also man kann immer nur quer ziehen, also über die schwarzen Felder hier in dem Falle. Und man darf nicht Lücken aufweisen. Also man kann überspringen, immer quer überspringen, aber dann darf immer nur ein Stein zwischen sein und dann muss eine Lücke kommen. Okay. So, das ist die Grundregel in Dame. Wenn ich den jetzt dahin, ja. Dann zieht er den darüber. Wenn ich den dahin, dann zieht er den dahin. Dann kann ich natürlich zurückspringen und er springt wieder. Deswegen mache ich das mal so. Jetzt wird er springen. Na, jetzt zieht er diesen hier rüber. Genau, ist ja das, was ich gesagt habe. So, und jetzt kann ich halt so wieder rüber. So, dadurch war das jetzt eine ganz einfache Putt-Situation. So, ziehen wir den mal dahin. So. Na, also Regel ist eigentlich einfach, aber das Spiel kann ziemlich schwierig werden. Zum Beispiel bei sowas muss ich jetzt gerade mal überlegen, wenn ich den jetzt darüber ziehe, doch das müsste funktionieren. Ah nee, scheiße, war falsch. Jetzt kann er zweimal springen. Jetzt kann er einmal von oben rechts nach hier hinspringen, wo gerade der Mauszeiger ist, und nochmal hier rüber. Siehst du? Das ist das, was ich gesagt habe. Zurückziehen kann man übrigens nicht, also rückwärts setzen. Es sei denn, man hat eine Dame. Und die Dame kriegt man, indem man ganz unten ans Feld kommt. Und das wird er jetzt, genau so. Dreht einmal um und hat jetzt eine Dame. Genau. Und das Spiel werde ich wahrscheinlich verlieren. Wie irgendwie immer, ne? Solche Spiele verliere ich irgendwie immer. Und das ist halt, weil man mir dann zuguckt. Das kann ich nicht. Ja. So, jetzt zieh ich den mal so. Die Dame konnte ich jetzt natürlich nicht schlagen, weil ich nicht hier zurückziehen kann, ne? Ich darf das nicht. Ist das ein Arsch? So, zieh ich den mal darüber. Dann müssten wir jetzt danach eigentlich auch eine Dame haben. Oh, das war natürlich... Die Dame mache ich mal weg. Das dürfte eigentlich auch keine Nebenwirkung für uns haben. Eigentlich. So, jetzt haben wir nämlich auch eine Dame. Oder beziehungsweise jetzt haben wir eine Dame. Mit der wir aber erstmal noch nichts anfangen können. Ja, könnt ihr ruhig haben. Sagt er ja auch. So. Jetzt mal gerade schauen. Ziehen wir den mal so. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Ja, das können wir natürlich mit der Dame schlagen. Zack, ganz einfach. Ohne groß irgendwas zu verziehen. Jetzt müsste er eigentlich hier rüber setzen. Siehst du?
Und dadurch können wir ihn jetzt überspringen. Plopp. Ich nehme mal an, jetzt setzt er hier hin. Und wir setzen... Nein, das machen wir nicht. Bringt er nämlich uns. Und zwar zweimal. Wir nehmen jetzt die Dame und ziehen sie dahin. So, den ziehen wir jetzt hinterher. Das hat folgenden Grund, weil wir dann gleich zwei Damen haben. Mhm. Ganz logisch. Weil er will ja jetzt gerade auch eine bekommen. Und er müsste seine sogar noch vor meiner kriegen. Er zieht die immer schön nach. Ja, dumm ist er nicht, aber er ist ja auch fortgeschritten. Das hatten wir ja schon gerade eben. Er will sich jetzt auch zwei Damen machen, ganz logisch. So, jetzt haben wir wieder eine Dame. Da habt ihr mich. Ich bin gerade auch ziemlich unsicher, wie das aussah. Ob man auch irgendwie eine Begrenzung an Damen haben konnte, dass man dann gewinnt. Ich habe von dem Spiel gar keine Ahnung. Ja. So kriegt er uns natürlich nicht. Wir ziehen jetzt einfach die Dame. Kommt natürlich jetzt zurück. Ah, das ist ganz gemein jetzt. Wir kriegen die Dame da nicht weg. Das ist jetzt gerade ein sehr großes Problem von uns. Er zieht uns jetzt schön hinterher. Den hier darf ich nicht wegziehen, weil dann kann er ja hier rüber springen. Ja. Den darf ich nicht wegziehen, dann kann er hier rüber springen. Das heißt, wir haben ein Problem. Könnten wir aber den hier hinziehen, dann wird er natürlich hier drüber springen, aber dann ist das Feld auch wieder frei. Aber das würde uns zwei Steine kosten, nur damit wir das Feld ein bisschen auflockern. Ja, ich mach mal so. Ich guck mal, was er macht. Ich glaube aber, er springt jetzt runter. Also er wird uns den einen Stein nehmen, ja. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist eigentlich sehr doof. Das heißt, wir verlieren jetzt auch zwei Steine. Ich mach das jetzt mal. Jetzt springt er ja nur einmal. So. Das geht ja auch nicht, ne? Naja, ich zieh mal. Jetzt wird er den natürlich zur Dame machen. Da kann ich gar nichts gegen machen. Oh. Okay, mit dem Zug habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Ich bin mal gespannt, was er jetzt macht. Den zieht er weg. Jetzt kannst du doch einen Weißen wegnehmen, oder nicht? Ja, kann ich auch. Okay. Gehen wir mal so. Gehen wir mal schnurstracks noch auf eine dritte Dame. Gucken mal, was passiert. So. Jetzt haben wir noch eine dritte Dame. Gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Okay. Setzen wir mal den Stein. So. Gucken, was er jetzt macht. Das war zu erwarten. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die Damen alle so ein bisschen in die Mitte ziehen, damit wir ihn immer wieder in Bedrängnis bringen. Mhm. Oh, das ist nicht gut. Kannst du den jetzt da nicht rübernehmen und ihm seine Dame wegnehmen? Wenn ich da jetzt die Dame hinlege, dann nimmt er mir die Dame weg. Das heißt, ich muss so ziehen. Einzige Möglichkeit in der Situation gewesen. Ziehen wir nochmal so. Er wird jetzt den hier ziehen.
Und ich mach mal so. Mal gucken, was er jetzt macht. Verdammt! Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Aber der kann jetzt noch eine Dame machen da unten, oder? Ja, soll er mal. Wenn er das nämlich... Ach so. Ich kann springen. Wenn man springen kann, muss man, glaube ich, springen. Ich glaube, das war mal so eine Regel, die ich jetzt nicht so ganz drauf hatte. Ah, das war natürlich jetzt gemein. Aber du kannst auch einen von dem nehmen. Den kannst du haben. Nee, kann ich nicht. Ich kann ja nicht zurückspringen mit diesem hier. Nur mit der Dame kann man rückwärts gehen. Jetzt hat er auch drei Damen. Huhuhu. Machen wir mal so. Wird er jetzt nach unten ziehen? Nee, doch nicht. Tja, 5 gegen 5, ne? Würde ich mal sagen. Ich glaube, das wird dann so ein Unentschieden. Wenn ich ihn da hinziehe, kann er mich nicht springen, aber ich ihn, ne? Ich hoffe, das war jetzt richtig. Machen wir mal weiter. Der kann jetzt den untersten nicht zur Dame machen, weil ich sonst direkt springe. Hä? Muss man die Dame unten ins Feld kriegen? Nee, ich wollte gerade schon sagen. Jetzt wäre dann wieder irgendwas, was ich nicht gewusst hätte. Boah, ist das hier gerade ein Rumgeschiebe, ne? Ja. Ja, mehrmals den gleichen Zug machen, das gibt, glaube ich, irgendwann einen Abzug. Wenn ich mich richtig erinnere. So, ziehen wir dahin. Den zieht er jetzt natürlich wieder runter. Boah, ist das ein Schrammspiel hier. So, jetzt bringen wir ihn mal in die Bredouille. Jetzt pass mal auf. Was macht er jetzt? Entweder verliert er zwei Damen, genau. Oder er verliert einen, den er zur Dame machen kann. Das hat mir jetzt schon mal einen kleinen Vorteil gebracht. Und den machen wir jetzt auch noch zur Dame. Dann haben wir nämlich 5 Damen gegen 3. So. Das könnt ihr ruhig haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Der schiebt die ganze Zeit nur denselben, ey. Das ist ja voll unfair. Mhm. Das müsste eigentlich irgendwann verboten sein. Bei Schach ist das, glaube ich, so, wenn man dreimal denselben Zug macht, ist man automatisch matt. Kann er den jetzt nicht schmeißen? Nee, du kannst immer nur schräg schmeißen. Dann könnte er schmeißen. Nehmen wir mal den. Wahrscheinlich hätten viele von euch da draußen jetzt schon längst die Lösung. Ich kann sie dir leider nicht geben. Ich kann dafür das Spiel nicht. Ja. Den macht er zur Dame. Den muss ich da jetzt stehen lassen. Das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein von ihm. Gucken wir mal. Weil man muss ja immer ziehen. Ne, den darf ich nicht nehmen. Ich glaube, egal wo er den jetzt hinzieht, außer wenn er wieder nach links zieht. Na, war ja wieder klar. Hätte ich nämlich jetzt schmeißen können.
Machen wir mal so. Jetzt zieht er den hier. Ey, das ist doch ein Langweilspiel hier, ey. Das gibt's ja gar nicht. Zieht er wieder zurück. Wie macht man das denn jetzt? Das Problem ist, nimmst du den unteren von den dreien, kann er dich überspringen. Ja, egal, wenn nimmst ich... Nimmst du den ganz rechten, dann kann er den einen auch noch zur Dame machen. Ja. Der hat sich einfach da in seine Kackecke verschanzt. Obwohl, den obersten kannst du vielleicht nehmen. Den und einen runter. Ja, aber was bringt mir das irgendwann? Ja, aber so kesselst du den noch mal weiter ein. Ja, und dann? Solange der aber an der Wand steht, kann ich ihn ja nicht schmeißen, siehst du? Zieht er nämlich raus, jetzt muss ich nachziehen. Jetzt zieht er wieder runter. Oder hoch, wo auch immer. Jetzt zieht er hoch. Siehst du? Das ist ein Teufelskreis jetzt. Ja, und wann endet denn so ein Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere jetzt mal Folgendes. Ich gebe ihm jetzt mal gerade die Möglichkeit, mich zu schmeißen. Und zieh mich jetzt einfach mal nach hinten und guck mal, was er macht. Na, das ist doch langweilig, ey. Was soll das denn? Oh, vielleicht fällt er drauf rein. Ich jetzt mal. Ah nee, scheiße. Das kann ich nicht machen. Kicken. Ja, das wollte ich ja, aber der kann mich dann auch nach oben kicken. Ich wollte, dass er diesen hier, warte, ich mach mal gerade weg, diesen hier hierhin zieht, dann hätte ich so und so schlagen können. Aber der ist ja nicht so doof, der kann ja dann hier hochziehen. Der würde ja dann zwei nehmen. Ja. Machen wir dasselbe Spiel nochmal. Jetzt zieht er wieder nach unten links in die Ecke. Ja. Och, das ist doch scheiße. Komm mal, gibt's da keinen Überspringen-Button? Nee, ich glaube nicht. Zieht er wieder zurück. Boah, du Hurensohn, was soll denn die Scheiße, ey? Ja. Das ist echt langweilig. Ja. Mega langweilig. Da geht jetzt voll die Aufnahmezeit drauf. Penner, du. Ich habe aber eine Idee. So, dann zieh mal, mein Freund. Boah, du Spasti! Was soll denn das? Das gibt's nicht, ne? Ja. Das gibt es einfach nicht. Noch nee. Ja, das ist scheiße. Geht der wieder nach unten. Ja, ja, der geht jetzt. So, mal gucken, was er jetzt zieht. Tja, jetzt wenn kann jetzt ich ihn, mit deiner Dame, jetzt kann ne? ich ihn und dann kann er mich. So, aber egal. Ich habe eine Dame mehr. Ungünstig für dich. Kann er mich schmeißen. Aber so nehme ich ihm wenigstens erstmal jetzt hab ich euch. Eine Dame weg. Ja. Oh oh. Dein oder dein? Ich glaube, ich setze ihn dahin. Zieht er den unteren? Wenn er den oberen zieht, ist er doof. Ja. Immer so. Das kannst du ja auch mal so hin und her machen. Ja, genau. Ja, war ja klar.
Und wenn du den anstatt hoch runter ziehst, doch, müsste ja klappen. Den? Nein, wo du den obersten, ne, hier hattest, hättest du den ja hier runter machen können. Da hat er hier die beiden weißen gehabt, ja, dann ne? Springt er mich. Jetzt ist ein Problem nämlich. Jetzt, ja, schiebt er da weiter die ganze Zeit hin und her. Zieh in dein Verderben, du Arsch. Jetzt? Boah, du Penner. Wie arschig das hier ist, er. Der Gegner bietet Unentschieden an. Ja, komm, akzeptieren wir. Kommt aber spät, dieses Unentschieden, wa? Ja.